Liebe Dragon Family. So, wir haben auf der rechten Seite Sean, mein Bruder, hinten Mom und links Josh, den ihr schon ein paar Mal gesehen habt, von dem wir auch gerade gelernt haben, dass er Angst vor Zahnärzten hat, weil er keine Zähne hat. Und John, der dachte, dass es lustig ist, dass er, wenn er dieselbe Farbe anhat wie ich. Natürlich auch willkommen zu einer sehr ausführlichen Reaction und einer sehr behind-the-scenes einblickenden Reaction. Wir werden auf jeden Fall noch einige Sachen sagen können, die man jetzt vielleicht, die ganze Sache ein bisschen spannender machen. So. Und ich bin auch sehr gespannt, was John sagen wird, weil John sieht das Video jetzt in der Version auch das allererste Mal. Aber sie ist immer noch nicht fertig. Also ein paar Sachen noch anders als die Version, die ihr kennt. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe nichts falsch rausgekommen. Du siehst auch den Titel das erste Mal. Stunden sie da? Ja, ich würde direkt mal ganz kurz am Anfang einfach mal hier reingehen, weil da sind zwei Sachen, die super wichtig sind. Hier steht 17. September, das ist super wichtig für die Geschichte. Das heißt, eigentlich erzählen wir eine Vorweihnachtszeit, jetzt ganz kurz vor Weihnachten. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, weil es hat so Weihnachtsfeeling, aber es ist eigentlich eine Vorweihnachtszeit. Ich meine, bei denen ist es einfach ein ganzes Jahr Weihnachtsfeeling, würde ich sagen, in der Fabrik. Klar, die müssen ja den ganzen Tag arbeiten für diesen einen besonderen Tag. Das ist 10 Tage nach meinem Geburtstag passiert. 10 Tage nach deinem Geburtstag, Boys, können wir seinen Geburtstag immer merken. Das ist super strong. Guck auf die Reaction, dann wissen wir immer, wann. Da wusstest du vorher, wann er Geburtstag hat? Nicht mehr. Und übrigens auch ein Killer-Shot hier, den Jona mal wieder gezaubert hat hier. Diese ganze kinomäßige Schneelandschaft in der Fabrik von Santa. Jona ist derjenige, der auch diese fliegende Insel gebaut hat. Sieht so krass heftig echt aus. Als wir das gesehen haben, dachte ich, du hast mir das gezeigt und ich dachte erstmal so, krass, so muss das aussehen bei uns. Mal wieder. Meint, ja, genau wie bei der Insel, ne? Jona scheint da echt ein Händchen für zu haben. Ja. Ja, das war so ganz kurz unangenehm. Ist halt so ein Satz. Bei der Insel hast du auch gesagt, genau so muss es aussehen, das brauchen wir. Und dann hat Sean dir gesagt, ja, das ist unser Shot. Santa? 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 Die Szenen kenne ich aber noch nicht. Weil Wichtelneulinge heute schon da sind. Santa? Besser Joke, danke. Santa, wo bist du? Och, diese Wichte. Kann man nicht mal ein bisschen Privatsphäre haben? Mal kurz vor meinem Höhepunkt. Weißt du, wie dieser Joke entstanden ist? Wie? Ey, der Jan hat sich totgelacht. Jan Meyer, der hier. Bitte beim Schneiden auch die Frisalnacke. Weil wir hatten beim Osterhasen diese eine Problematik, dass wir gedacht haben, ey, der Anfang ist nicht stark genug, ne? Die ganze Zeit, wir haben da stundenlang drüber diskutiert und dann meinte ich irgendwann so, Alter, der muss auch irgendwas krasses, edgiges machen, der muss sich direkt in der ersten Szene eine runterholen. Weißt du nicht mehr? Und Jan Meyer fand das so lustig, dass er das halt die ganze Zeit gesagt hat und jetzt haben wir es quasi hier eingebaut. K-Drama, fühle ich auch. Aber er holt sich gerade runter. Ja. Ja, K-Drama. Kennst du diesen K-Drama? Kannst du das lesen, John? Ja. Was steht da? Gibt es Singapur-Drama? Ja, auf jeden Fall. Ganz schlimm. Santa! Gott verdammt! Deine Führung beginnt! Die Neulingwichtel-Innen sind draußen! Was? Komm schnell! Die Neulingwichte innen sind draußen. Ein bisschen brauchen wir ihn zu verstehen, aber Josh und Drew haben die ganze Zeit gelacht. Weil es so low ist, dieser Joke, Alter. Also sie das auch gar nicht konsequent durchziehen. Ne? Das ist das einzige Mal. Weil wir die Szene halt sehr viel später gedreht haben, als alles, was danach kommt. Wichtelneulinge, antreten. Der Boss ist da. Oh, dunkle Wichtel Nummer 19. Nummer 17. Oh mein Gott, Santa, es ist mir eine Ehre. Ja, gerade sind die Fenster jetzt auch. Genau, hier ein Fenster. Wir hatten Glück, dass das Wetter so schlecht war und hinten ein Schneesturm war. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm bekommen? Ein Autogramm? Ich habe nicht mal Stift oder Papier. Egal, dann Luft. Hier, du Knecht. Danke. Dumm. Sorry, Santa, ich habe eine Links-Rechts-Hörschwäche. Ah ja, das war auch eine Sache, ne? Hier mit der Autogrammkarte. Santa hat einfach nichts da gehabt. Er hat auch keinen Bock, jetzt irgendwie zu irgendwas dafür zu machen. Deswegen hat er einfach in die Luft geschrieben und die haben einfach so eine imaginäre Autogrammkarte gegeben. Und das ist ihm trotzdem, dem kleinen Wichtel, so viel wert, dass er wie ein echtes Autogramm behandelt. Und viele haben das gar nicht gecheckt an der Stelle. Deswegen mussten wir das ADR noch drüber legen, weil es gab Effektleute, die meinten, ah, das muss ich auch noch einbauen. Scheiße, das Autogramm. Und da mussten wir allen erstmal erklären, nee, das ist der Joke. Das ist halt voll wack, ne?
wenn die Leute so ein Feedback geben, so, ah, da kommt noch was. Ne? Nee, das ist fertig. Das ist unser Humor. Und eigentlich hatten wir am Ende noch eine schöne Szene, wo Santa dem neuen Charakter hier, dem neuen Wichtel-Neuling Ruprecht, ein richtiges Autogramm gibt. Die haben wir einfach noch rausgenommen am Ende, weil es das Pacing gegen Ende zerstört hat. Mhm. Wow, bekomme ich ein neues Autogramm? Hm? Ja, du Knecht. Ich heiße Ruprecht Santa. Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Orientierung. Bah! Hab ich seit meiner Geburt. Komm her. Wie heißt du, mein Sohn? Ich heiße Ruprecht. Wir haben alle unsere Schwächen. Ich zum Beispiel bin sehr, sehr stark. Aber das ist doch gar keine Schwäche, Santa. Kommt mit. Und das? Ja, jetzt haben wir hier 5 neue Charakter, vor allem einen neuen Charakter kennengelernt. Das ist Ruprecht Elias, ne? Ein super euphorischer Wichtel. Und ich muss einmal ganz kurz hier die Previews einbauen, weil John, Josh, Sean und ich, wir haben diese Previews zusammengebaut und die ist so cursed einfach. Und das ist der Gemeinschaftsraum. Mittagspause ist immer eine Minute. Darf ich so lange wie in meiner alten Firma? Kommt weiter, ihr Wichtel. Wer ist ein Wichtel mit L? Die Eltern, die wir nicht haben. Wir haben uns überlegt, die wirklich komplett einfach mal hochzuladen. Als komplettes Video, einfach kommentarlos. Das ist so hässlich geworden. Das ist so scheiße. Und das ist unser Gemeinschaftsraum. Mittagspause ist immer eine Minute. Eine Sache noch, auf die man vielleicht ein bisschen achtet. All diese Rohre, die ihr im Hintergrund seht, sind alle von uns mitgebracht. Wir haben immer geguckt, dass überall diese 10 Rohre, die wir gekauft haben, stehen, um das Ganze wirklich noch mehr wie eine Fabrik aussehen zu lassen. 20. Oder 20 Rohre sogar. Man sieht hier im Hintergrund schon so ein bisschen was von den Maschinen. Die wurden unter Leitung von Martin und Mui auch gebaut und die werden aber gleich noch viel mehr zum Tragen kommen in der großen Halle. War schon aber ganz geil, dass man so ein mobiles Set hatte, weil man konnte das immer nehmen und dann wieder irgendwo anders dann hinstellen. Das stimmt, das ist, wenn man kein Budget hat. Kommt weiter, ihr Wichtel. Wir heißen Wichtel mit L am Ende. L, die Eltern, die wir nicht haben. Also ganz kurz, also das kann man auch nochmal erwähnen, ne, für die Leute, die es ja schon gesehen haben. Natürlich, ich glaube nicht, dass die Leute zuerst die Reaction sehen werden. Aber dieses so LV, den Joke hatten wir auch noch ein paar Mal später. Den haben wir überall halt rausgenommen. Weil wir hatten so viele Running Gigs, die am Anfang gesettet werden, dann in der Mitte vielleicht nochmal so ein bisschen angeschliffen und dann am Ende nochmal richtig zur Geltung kommen. Teilweise haben wir gegen Ende super viele Sachen gefilmt, die wir alle gekickt haben, weil danach war nur noch so ein Running Gag-Massaker und das war gar nicht geil irgendwie, weil man wollte zum Ende kommen. Auch vom Drive, von der Spannung her, hat das einfach nicht mehr gepasst. Leider, schade. Ja, wir hatten ihn hier auch erst rausgenommen. Hat auch fast ein bisschen besser gepasst vom Pacing, aber uns hat das gefehlt, dass die anderen Neulinge so kurz kommen. Das war irgendwie nur dieser Fokus auf Elias als Neuling und es gab nun mal 5 Neulinge und das wollten wir irgendwie auch etablieren, dass das ein bisschen authentischer wirkt. Ja. Und das sind eure Zimmer. Keine Betten? Besser, Stühle. Ha, Betten, das war ja absurd. Da könnte sich ja was drunter verstecken. Was denn, Santa? Keine Betten. Punkt. Das hat eigentlich auch interessant, Santa mal in so einer Rolle zu sehen. Man kennt ihn ja eigentlich immer nur rappend. Und teilweise klang der auch mal so damals. Santa ist der Boss, wohnt in einem Schloss. Selbst die Weihnachtswichtel haben Angst, dass er sie bockt. Also gar nicht mit seiner Stimme, die man jetzt eigentlich kennt oder die man bei Santa erwartet. So, ne, könnt ihr mich nur. Und jetzt, wir haben so viel gedreht, so viel geschnitten jetzt. Jetzt für uns ist der schon so eingebrannt. Aber ich glaube, für die Zuschauer ist, glaube ich, auch krass, den mal so zu sehen, so als Voll. Rolle. Mit verschiedenen Facetten auch, ne? Wie findest du es, Hunter? Super. Also das hat eine ganz andere Rolle jetzt. Ja, der ist ein bisschen so ein Dulli. Ja. Ein starker Dulli. Goofy, hast du gestern gesagt. Goofy, ja. Der Outfit ist krass, ne? Finde ich. Ja, mit den Nieten hier auch und so. Das hat Melissa geil upgegradet. Bestaunt über meine Mächte. Sie fassen ein riesiges Volumen und bleiben dabei klein. Hey, Finger weg! Und nun, willkommen im Herzen von Wein. Das ist so ein Money-Shot, ne? So ein richtig, so ein großer Willkommen im Jurassic Park-Shot, der uns auch sehr wichtig war, wo man auch wirklich mal so ein großes Bild von dieser Fabrik sieht. Und man sieht auch, wie viel Arbeit einfach da drin steckt im Set-Design, in ganzen Lichterketten. Ich meine, das ist alles von uns reingebracht in diese Location, die komplett leer war. Hier dieser Seilzug, ne, diese Maschinen, diese Dinger hier voller Briefe, Geschenke, Regale, Lichterketten überall, Kostüme, der Schenker Wichtel. Über 350. 350 Geschenke hatten wir? Krass. Weihnachten wird krass dieses Jahr. Ja, und auch die Statistenzahlen, ne? Ich glaube, das ist die größte Zahl an Statisten, die wir bis jetzt hatten. Boah, an einem Tag hatten wir wie viele Statisten? Da über 40. Ja, knapp 50 sogar. Ja, fast 50. Ja, sagen wir 150 mal direkt, wenn wir schon dabei sind. Ne, 50 plus Produktionsteam von
uns 10, wir waren da teilweise 60 Leute. Und das ist ja super krank schwer zu koordinieren, ne? Deswegen an der Stelle einen unglaublichen Dank an alle Beteiligten, ne? An alle Leute, die da wirklich tagelang bei uns waren, hier als Statist, die man teilweise vielleicht auch gar nicht so krass gesehen hat. Hier eine Person ganz weit hinten, ne? Die waren so motiviert, dass die jeden Tag dabei sein möchten. Also die meisten Studenten aus Aachen, deshalb haben sie ja viel Zeit. Was sagt das über das Studium aus? Also in dem Shot ist eine Sache, die nicht passieren sollte. Vielleicht könnt ihr mal raten, was es sein was ist. Willkommen im Herzen von Wein. Ja, ich sehe es ja halt die ganze Zeit. Ja. Fuckt schon ab, wenn man es weiß. Aber ohne Ton fällt es nicht so durch. Yeah. Ja, ist ja alles ADR'd worden, ne? ADR, boah, ich vergesse mal, was das heißt. Automated Dialogue Recording. Nachvertonung. Genau, Nachvertonung. Da haben wir, saßen wir hier noch, Sean, Josh und ich, haben die ganze Zeit, hey, oh, hier müssen wir auch Geschenke, links, rechts, geradeaus, so die ganze Zeit. Das war so stressig, Alter. Und Vince hat auch nochmal was reingemacht. Ich weiß nicht, ob Curdy auch nochmal, haben alle da reingeredet. Ach, noch schöne Bilder teilweise. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Man muss auch sagen, so für alle Filme, mit so Lichtpunkten zu arbeiten, ist einfach so ein Augenschmaus. Und das Augenschmaus, sagt doch niemand. Es hilft einfach ungemein, weil so das Bouquet im Hintergrund, die Unschärfen mit so ganzen Lichterketten, einfach jeder Shot wird automatisch zehnmal schöner. Und automatisch weihnachtlicher, ne? Und weihnachtlicher. Mhm. Und wie genau funktioniert das hier alles? Psst, nicht so laut. Was? Habe ich richtig gehört? Alter, auch ein neuer Charakter hier, TikTok-Star, der kann. Auch ein crazy Dude und er passt so perfekt ins Bild rein. Er ist ein Wichtel einfach. Du willst wissen, wie das hier alles funktioniert? Nein, möchte er nicht. Oh, Wichtel-Di-Wu und Wichtel-Di-Wap, wir schuften das ganze Jahr nur für ein Tag. Wichtel-Di-Wu und Wichtel-Di-Wap. Zahnpasta-Werbegesicht. Ist aber dafür echt hart. Sag das nochmal. Zahnpasta-Werbegesicht, einfach der Typ. Zahnpasta, was du nicht benutzt, weil du Angst vor Zahnärzten hast. Der Song, by the way, ist noch nicht der richtige Song. Da ist noch meine Stimme drunter. Eine Ergänzung noch. Auch eine Sache, auf die man so ein bisschen achten kann. Jedes Mal, wenn jemand halt mit Ruprecht spricht, von der Seite aus, haben wir es dann immer natürlich durchgezogen, dass er zur anderen Seite guckt. Außer er wird angetippt. Genau. Das war uns auch nochmal wichtig. So Kleinigkeiten, die vielleicht auch gar nicht mehr so auffallen, bewusst beim ersten Mal gucken. Na, sieh einer an, neue Briefe am Start. Die gleiche Routine Jahr für Jahr. Doch unser Wichtel-Kodex besagt, ein Wichtel beim... Ja, Pause. Also da muss man auch sagen, ich glaube, das gehörten auch zu den schwierigsten Shots, das alles zu koordinieren, oder? Ja, boah, das hat auf jeden Fall gefickt. By the way, das ist auch alles gebaut, ne? Diese Säulen sind auch gebaut, ne? Genau, damit sich jemand da reinstellen kann und Briefe rauswerfen kann. Ach ja. Ich weiß noch, Kiko war da drin und dann so, jetzt und das ist funny, Alter. Das sind ja jetzt alles keine irgendwie Tänzer oder so und dann ist es schon schwierig, irgendwie auf 5, 6, 7, 8 halt eine Bewegung zu machen. Man hat das nicht immer direkt so im Blut. 1, 2, 3, 4, langsam auf 5, 6. Das war auch so ein Shot, ne? So, die waren erstmal nicht da drin, die drei. Und wir so, okay, fahren da durch. Okay, aber da ist ja nichts dann. Ey, stellt euch mal da hin und macht diesen Tanz hier einfach. Kurz choreografiert, boom, fertig. Dieser Urlaub, den kennen wir nicht. Wir sind unser Leben lang in der Fabrik. Geil, dann ist hier tabu, deshalb schaut Heidi Klum uns ab und zu. Lohn gibt es keinen, aber ist wohl okay. Das ist. Hast noch so Spaß zu gucken einfach? Mhm. Und könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Dann bei Seven Wills ist mal kein Plastikmüll. Guck mal, oha, die Maschine da. Sieht geil aus. Sieht geil aus, ne? Effekt von Bau. Den Effekt habe ich noch nicht gesehen. Ja. Zum ersten Mal sieht der cool aus. Ich glaube, alle Effekte hast du fast noch nicht gesehen. Meisten Effekte habe ich nicht gesehen. Aber wisst ihr, was auch richtig schwer war, das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnen, wenn Santa mit im Shot ist, mussten die Wichtel auf die Knie. Die hatten auch Knieschoner, damit die alle kleiner sind. Und nur wenn Santa dann nicht mit im Bild war, konnten die wie hier dann alle stehen. Sondern auch so... Trickery. Ja, und wir hatten halt auch Menschen, die sehr groß waren. Hier er zum Beispiel, er ist riesig, 2 Meter. Ja, das war echt, boah, heftig. Wir hatten Knieschoner, Kissen und dann, aber dann muss man auch teilweise warten, dreht halt immer wieder neu, deswegen, ne. Kannst du auch mal zurückgehen an die Stelle, wo die Wichtel die Treppe runterkommen, weil da ist Santa zum Beispiel mit drin im Bild. Da sind die alle auf den Knien. Ja. Kommen da gerade die Treppe sozusagen runter, nur Santa steht. Weil die halt kleiner sein müssen. Und da wird eigentlich diese Steckdose nicht mit Geschenken versteckt? Die Steckdose ist auch versteckt durch unsere Facecam. Ja. Da ist die. Ah! Oha, die Maschine da und was sie mit all den Briefen so macht. Sortiert sie mit Santas magischer Kraft. Sie schaut, was du böse oder doch brav.
Schwarze Briefe kommen rein in den Trichter. Verschwinden. Das war's. Ey, alle sind so geil. Alle sind so Wichtel einfach. Ja, das ist so echt gut. So cool. Ich find's echt. Mach so Bock, irgendwas zu sehen. Da weiße Briefe machen wir auf. Und schicken Geschenke zu euch nach Haus. Was war auch so, ne? So, ja, wir haben noch diese B-Boy-Szene. Ja, ja, wer kann breaken von euch? Das ist so dumm, Alter. Ja, es ist alles wirklich, man muss echt sagen, es ist schon sehr unglaublich krass organisiert, dass da hier einfach eigentlich nie was gefehlt hat, außer hier der Breakdancer, wo wir dann dachten, Alter, wer soll denn jetzt breaken eigentlich von uns so? Auf gar keinen Fall mache ich das jetzt. Weil das würde man halt auch sehen, einfach, dass das Santa ja wäre dann. Und dann haben wir Calvin angerufen und dann hat er ganz schnell nochmal hier ein Set gemacht. Das war doch erst Stufe 1 von 39. Fröse, bitte bei der Arbeit. Bei John ist was gerade aufgefallen. Das ist super lustig. Also es ist natürlich gewollt so, aber wenn man genau darauf achtet, dann wirkt es natürlich ein bisschen weird so. Also hier in dem Shot hat sie halt sozusagen Schuhe an. Aber das sind, sie ist halt auf ihren Knien und steht halt auf ihren Schuhen drauf. Das sieht halt schon ein bisschen lustig aus. Man sieht schon, dass sie irgendwie auf Knien sind. Ne? Das konnte auch nicht besser lösen. Man kann nicht jede Person hier auch in dieser Unschärfe vom Greenscreen oder Bluescreen dann hier shooten und dann einfügen. Das würde Jahre dauern. Das stört überhaupt nicht, weil der Fokus ist eher auf ihn so. Es ist einfach nur, dass sie sind trotzdem alle kleiner so. Deswegen. Hier an der Stelle nochmal, auch diese Säulen, die man da sieht, diese roten Streifen, das haben wir alles selber gemacht. Wir hatten 5 Tage Zeit, das aufzubauen. Das Ding war komplett leer. Und alles, was ihr seht, ist wirklich von uns entstanden innerhalb von 5 Tagen. Der Josh hatte gesagt, wir haben wirklich nur 5 Tage Zeit, das in dieser riesigen Location aufzubauen und wir kriegen immer Anforderungen, schneller, mehr, mehr, schneller, mehr, mehr. Und das war ja so anstrengend für uns alle, dass wir so hohe Ansprüche, die wir überwältigen müssen. Und deshalb musste ich die Location von 10 Tage auf 14 Tage und hinterher auf 17 Tage verlängern. Entsprechend auch höhere Budget und so weiter. Das wollte ich nur sagen. Und trotzdem haben wir das geschafft. Innerhalb 5 Tage mit eigenen Leuten, auch mit der Hilfe von Tomek natürlich. Tomek, danke an Marvin und an Martin an der Stelle nochmal. Die haben unglaublich viel mitgeholfen. Ohne die hätten wir das niemals geschafft. Paul, genau. Wir hatten gar nicht so viele Leute, aber die, die da waren, haben echt Gas gegeben. Ja, und richtig. Es wäre eigentlich nicht möglich, sowas in 5 Tagen einzurichten. Eigentlich ist so ein Video nie möglich, ne? Ja, ja. Und vergessen nicht auch Ming Chao und Dübu. Die haben ja die ganzen Lichterkette und Sabine, die ganzen Lichterkette alle aufgehangen. Ja, wir haben teilweise ja aus wir oben gedreht haben hier, ne, diese Führung, diese Wichtelführung, wurde ja unten noch weitergebaut teilweise, ganz ruhig so. Ne? Das war echt schon heavy, wegen was mit der Zeit. Das Video ist auch wieder 3-mal so teuer geworden wie expected. Ne? Ja. Und dieses Video, Alter, wir hatten diese Problematik. Du warst ja noch nicht da am Anfang. Sean, Josh, John und ich haben erstmal eine Regel gesetzt beim Schreiben. Und zwar, wir haben den Song 3 Minuten circa, ne? Wir dürfen nur 2 Minuten Kurzfilm schreiben. Weil wenn wir 2 Minuten schreiben, kommen wir auf 5 Minuten raus und dann hätten wir ein 8-Minuten-Video. Reicht für einfach so das Jahr abschließen. Wir wollen alle in Urlaub, wir wollen alle Feierabend machen, wir wollen fertig sein mit diesem Jahr. Dann war es ganz schnell 11 Minuten, ne? Und so, scheiße, ist schon ein bisschen lang, ist fast wie der Osterhase, ne? Und dann kam Sean aus seinem Urlaub. Nee, das war bevor Sean in den Urlaub gegangen ist, meinte er so, ey, wie wär's mit einem Fremden? War weg. Wir so, okay, ja, Fremde ist cool. Okay, wie machen wir das jetzt? Dann saßen wir hier so, okay, ey, ist schon 18 Minuten lang, was machen wir denn hier? Dann kamst du zurück und dann wird's noch schlimmer. Und jetzt sind's einfach 25 Minuten geworden. Das ist einfach ein Fluch, Freunde, ein Fluch. Ein kleiner Spin-off, der einfach immer zu einem Hauptvideo wird. Ein fröhlicher Fluch. Okay. Weil das Problem war ja, es hat ja was gefehlt in der Story, ne? Es war einfach keine Geschichte um Santa gegeben, bevor es den Fremden gab. Und dann, es gab nur die Geschichte um den Wichtel Ruprecht, den Neuling. Und dann hatte ich die Idee mit dem Fremden, um noch eine spannende Geschichte zu erzählen für Santa, die auch noch Bezug haben wird zu den späteren Hauptvideos. Und alle waren irgendwie happy, dann war ich im Urlaub. Ich kam zurück und habe einen Scherbenhaufen vorgefunden. Ich dachte so, was habt ihr denn daraus gemacht? Aber wir lagen auch nur noch tot hier auf dem Boden. Wir haben ja 7-mal das komplette Ding neu geschrieben. Also es gibt eine Fassung, das ist eine ganz andere Geschichte, spielt in den 90ern einfach. So, stimmt. Es gibt noch eine Geschichte, ich sag's jetzt einfach mal, und zwar ging es um einen jüngeren Oscar. Und da dachten wir, okay, Oscar ist aber schon auch dead irgendwie, ne? Der ist ja mit der Insel eigentlich schon weggeschossen worden oder wo auch immer hingebeamt worden, wir wissen es leider nicht, einfach hat er uns nicht erzählt, aber deswegen können wir jetzt nicht nochmal diesen Move machen von wegen Oscar, der Maskenboss ist tot, wir erzählen jetzt die Vorgeschichte und das wäre halt... Obwohl die schon krass war. Teilweise sind Skripte so ausformuliert, so detailreich, und dann sagen wir am Ende, es funktioniert nicht. Wir müssen mal komplett neu machen. Und das ist halt dieser Prozess. Hey, Finger weg von den schwarzen Briefen! Wieso? Die sind
böse. Versteckt sich da über ein Monster drin? Monster? Wo? Wo? Bitte. Meine Mandeln. Santa? Lina, das ist richtig, macht das richtig gut. Lina macht das richtig gut, Hammer. Ja. Sie war die einzige Wichtelin, die stehen durfte, weil sie ja. klein Die immer stehen durfte, ja. Ja, stimmt, sie war quasi... Aber sie war der größte Wichtel. Monster gibt's doch gar nicht. Das war Johns Cameo. Das die einzige Sache, die von John drin ist, sein Lachen. Wir hatten das in der Previous hatten wir das gefilmt und dann, ich weiß nicht wieso, es wurde immer gelacht an dieser Stelle, wo ich angefangen habe zu lachen, also wie so ein Verrückter, und jetzt ist das Lachen halt irgendwie so übernommen worden. Oh. Unmöglich. Niemand kommt hier hin. Bei dem Sturm schon gar nicht. Nicht aufmachen. Oh, halt aufmachen. Santa! Ein Vermummter! Habt ihr eine Bleibe für einen Reisenden? Ich höre jetzt zum ersten Mal die Stimme. Und? Ja, ist interessant. Einen geilen Synchronsprecher gehabt dafür. Sehr, sehr cool. So, ein kleiner Nachtrag noch zur späten Stunde, weil ich vergessen habe, das noch zu sagen. Weißt du, wer die Synchronrolle ist vom Fremden? Stroppo. Ach, echt? Ja. Ach, krass. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Okay, peace, es geht weiter. Denn es wird allmählich dunkel. Klaus. Klaus? So will ich lange nicht mehr. Klaus? Ich hab Angst im Dunkeln. Ich glaub, da ist etwas unter dem Bett. Schon macht schon Bock, Alter. Ne? Das ist schon sehr geil. Die Stimme ist, ich finde die sehr geil. Von dem Fremden. Ja. Und vom cool. Kind auch. Vom Kind? Ach, stimmt. Er ist ja nicht die Stimme vom Kind selbst. Jetzt auch ein Synchronsprecher. Eine professionelle Stimme kann einfach noch sehr viel mehr Emotionen zum Ausdruck bringen halt. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Video, ne? Also Santa ist von Anfang bis Ende komplett nachvertont. Jeder einzelne Satz. Weil ich muss ja immer diesen Bart so steuern. Ich hatte da so eine Klemme drin. Dann könnt ihr in dem Bart so... Wann ist Weihnachten? Da können wir keine Evangelität erlauben. Man versteht da gar nichts so. Habe ich selbst eingerichtet. Ja, aber Klamotten. Und dann ist quasi alles ADR'd worden so. Das heißt, das, der Fremde wurde komplett nachvertont. Lina wurde auch an vielen Stellen nachvertont. Die Kinder wurden auch komplett nachvertont von einer Person. Aber es ist ein ADR-Projekt. Und Vince muss das alles zusammenmischen, dass es halt wirklich klingt wie vor Ort, was auch nochmal schwierig ist. Und auch Respekt an Sounddesign von Vince, das ist auch wieder mal anderes Level. Hammer, weiter geht's, oder? Ja. Au! Was soll das? Sorry, Santa, du warst hier weggetreten. Und du sollst mal wieder zum Urologen gehen. Vielleicht Antifa? Woher kennt sie meinen Namen? Tut mir leid, alle Zimmer sind belegt. Kommen Sie vielleicht nächstes Jahr wieder? Nein, kommen Sie doch rein. Sie können Ihr Zimmer haben. Aber wo soll ich denn schlafen? Sehr gastfreundlich. Übrigens, ja, geiles Kostüm von Kiko gemacht. Also, was war's? Das Kunstschnee war das, ne? Ja. Echt Schnee teilweise. Teils. Echt teils? Nee, ne? Kunstschnee, ne? Presse, danke! Legen doch Ihr Mantel ab und vielleicht das Ding da in Ihrem Gesicht. Danke, aber nein, danke. Oh, dann halt nicht. Fühlen Sie sich einfach wie zu Hause. Hier ist jeder willkommen, auch fremde Menschen, von denen man nicht weiß, was sie für Absichten haben. Wir müssen herausfinden, wie der aussieht. So ein geiler Shot. Oh, das ist nur mein Handy. Ich werde gerade angerufen. Moment, schnell ruf mich an. Hat gut funktioniert, ja, ne? Wir waren sehr unsicher bei dem Joke, weil der Joke funktioniert wirklich nur mit dem Sounddesign, mit dieser Lautsprecherstimme, mit diesem Piep, damit checkt, dass es halt jetzt kommen wird und dass die Musik auch nochmal anfängt, glaube ich, gibt dem Ganzen nochmal irgendwie was. Ja. Dieser Shot, ne? Schnee ist teilweise auch echt. Oh, das ist nur mein Handy. Ich werde gerade angerufen. Moment, schnell ruf mich an. Oh, scheiße. Oh, bringen wir sie auf Ihr Zimmer. Hey, ich muss dir unbedingt was Cooles zeigen. Komm mit. Ich möchte gern zu dem Trichter sprechen. Das Boah, ist eine aber auch Terror, dieser Trichter. Schwierigste Aufgabe überhaupt für uns. Erstmal hat er schon auf jeden Fall eine Vorstellung, wie der Trichter aussehen sollte. Und wir alle haben ganz andere Vorstellungen. Und bis dieser Trichter zustande kommt, hat er ja wirklich viele schlaflose Nächte gegeben. Weil dieser Trichter ist sehr wichtig für diese Geschichte. Und dann kam Tommy Gott sei Dank aus dem Messer zurück und hat uns dann diese Trichter gebaut, sodass wir
hier den Ruprecht runterschmeißen kann. Der groß und stabil genug war, dass da ein Wichtel durchfallen kann. Die ersten Entwürfe, die ich einfach gesehen habe, immer wieder von dir und Martin, das war einfach immer eine Mülltonne. Immer wieder mit neuem Feedback und Anweisungen, die Wichtigkeit erklärt, wie es aussehen muss und wie es sich anfühlen muss. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, dass es halt am besten ist, wenn das mehrere Kanten hat und nicht nur ein Quadrat ist quasi. Und dann hast du was gezeichnet, was halt in diese Richtung ging. Und dann war es, okay, das ist es, aber in noch doppelt so groß. Ja, ist schon krass, wie schnell auch dann Sachen umgesetzt werden. Ne? Trichter war erstmal die Idee und wir dachten, ja, okay, wenn man keinen Trichter hat, dann nehmen wir einfach einen Schlauch, dann wird das hochgesaugt oder so, vielleicht einfacher. Ja, dann wurde es dann doch ein Trichter und dann in drei Tagen wird er gebaut. Zack, steht auf einmal ein Trichter, der dann super wichtig auch ist in der Geschichte. Okay, weiter geht's. Yes. Hey, ich muss dir unbedingt was Cooles zeigen. Komm mit. Dein Arbeitsplatz. Wow. Das ist cool. Eine Sache noch, auch hier, das sind auch wieder so Sachen, wo Set-Design und Direction und sowas zusammenspielen müssen. Weil ursprünglich war es einfach nur so eine Bierbank, wo drei Leute dran sitzen. Ruprecht, Leint und Henno. Boah, das ist irgendwie so ein zu langweiliges, flaches Bild. Lass mal so ein Großraumbüro machen, wo ganz viele Tische sind, wo überall immer Wichtel sitzen, so ganz symmetrisch und so. Und dann ist es so ein bisschen choreografiert, schon fast wie alle Stempel und sowas. Und das war so ein bisschen die Grundidee. Und dann haben wir gesagt, komm, wir brauchen auf jeden Fall mindestens 9 Tische. War nochmal recht schwierig, das alles zu besorgen, zu organisieren, dass alles gleich aussieht. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Fabrik sollte halt die ganze Zeit so ein riesiges Gewummel sein von Wichteln. Überall muss ganz viel passieren und überall arbeiten unglaublich viele Wichtel. Wir wissen nicht ganz genau, was sie da eigentlich machen, aber deswegen war es auch irgendwie, fand ich so wichtig, dass man hier auch ein Großraumbüro quasi darstellt und nicht nur drei Wichtel arbeiten. Und je mehr, desto besser. Ich glaube, was hier wichtig ist, ist einfach, dass man nochmal sieht, dass hier unser Wichtelneuling einfach so viel Euphorie empfindet. Er ist der positivste Wichtel hier eigentlich. Egal, ob eine Minute Pause im Gemeinschaftsraum, der überfüllt ist, oder eine Arbeit nachgeht, die extremst monoton aussieht. Er hat einfach Spaß am Leben. Und jetzt kommt auch gleich der erste. Nee, warte, wir haben ja schon so viel Kahn gezeigt. Kahn wurde gezeigt, Elias wurde gezeigt, Lina wurde gezeigt und jetzt kommt. Der vierte. Hallo, Bart. Richtig. Hi, ich bin Ubrich. Nee. Yeah. Lange doch noch lang. Einfach Henno am Start, ey. So geil aus. Alter, wir haben so viele Outtakes auch von ihm, weil er immer anders geactet hat, aber auch immer so crazy, Alter. Wir haben uns so gefreut, dass er dabei war. Das ist auch eine knappe Nummer für ihn, weil er auch so, ne, Weihnachtszeit, Influencer, immer viel zu tun und so weiter. Trotzdem hat er gesagt, ich komme rüber, ich bin voll am Start auf jeden Fall. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Das ist und dann einfach Leint. So krass, Alter. Die beiden. Für die Leute, die gerade erst geboren worden sind, Leint und Henno. Die beiden hatten mal eine Auseinandersetzung damals gehabt. Ja, in der damaligen YouTube-Zeit. Aber jetzt sitzen die trotzdem fast nebeneinander, sind fast Sitznachbar. Und das ist, glaube ich, ist einfach so eine geile Szene. Und man erwartet nicht, dass nach Henno Leint kommt. Das ist echt geil. Ah, Santa bringt an Weihnachten alle zusammen. Ach, wir haben alle unsere Schwächen. Welche Schwäche hast du denn? Ich habe eine Linksreaktion. Nee! Mein Zimmer ist die Business Suite unter den Wichtelzimmern. Du hast einen Schlüssel zu meinem Zimmer? Natürlich, der Schlüssel geht für jede Tür. Das würde ich so. Bass an der Sandamann. Willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Das ist übrigens meine Lieblingsecke. Hier bekommt man am meisten Luft. Kein Bett. Nein, darunter könnte sich etwas Böses verstecken, aber dafür ganz viele Kleiderhaken wäre durchnässte Klamotten und ihre Maske. Wichtel 28, hilf unserem Gast doch mal aus seinen nassen Klamotten. Okay, da ist was anderes. Habt ihr den Satz von dem Fremden rausgenommen, wo er sagt, das macht Sinn? Ja. Ja. Der Fremde hatte eigentlich gesagt, keine Betten, das macht Sinn. Und das hätte einen ganz anderen Storypfad nächstes Jahr gehabt. Voll crazy eigentlich, ne? Mhm. Ich habe mal gesagt, kein Bett. Ja. Punkt. Jetzt sagt Santa halt, nee, das wäre absurd, da könnte sich ja was drunter verstecken. Damit der Fremde quasi halt das auch zum ersten Mal hört. Sonst ja, beziehungsweise es ist eigentlich mehr, also was der Fremde weiß und nicht weiß, das ist ja immer noch ungewiss. Die Sache ist, dass er später ja den Rückblick triggert mit, trotzdem haben sie Angst vor einem Monster unterm Bett. Mhm. Und man soll als Zuschauer einfach nicht das Gefühl haben, ah, der weiß alles über Santa, sondern, ah, der hat es eben mitgehört. Mhm. Das ist so ein bisschen die falsche Fährte und so ein bisschen das Ding, dass du halt, das könnte beides sein. Achso, die Wichtel haben immer Schluck auf, wenn die Angst haben. Was ist denn los? Dieser Mann ist mir unheimlich. Alles in Ordnung, Nummer. Wie heißt du nochmal? Meine Wichtelnummer ist 17, aber mein richtiger Name ist Ludori. So ähnlich wie meine Schwester. Sie ist leider verschollen, aber manche meinen, sie wohnt in einem Wald. Auf einer Brücke. Das glaube ich nicht, denn wer wohnt schon auf einer Brücke?
Was war das denn für ein Song? Das war ja gar nicht passend. Ja, ja. Der Song muss raus. Ja, der Sound ist, da hat der Wind schon. Das klang nach Party irgendwie. Also wenn man so. Ja, der Sound wird noch geändert, der wird ein bisschen eher so. Das interessiert mich nicht, Nummer 34. Nummer 17. Ein Glas Wasser? Ja, gerne. Nicht für dich. Für unseren Gast. All diese Sachen, die ihr jetzt gerade seht, die gab es nicht im Skript. Die haben wir am Set noch gefreestylt. Genau, es gab nur so Ideen immer, die dann beim Brainstorming passiert sind, wo wir dachten, boah, nee, dann wird das alles so lang und so weiter. Und dann dachten wir am Ende, wir brauchen das aber. Das ist so wichtig. Wir müssen den Charakteren ja auch irgendeine Art Tiefe geben. Lina muss viel mehr noch irgendwie zusammen mit Santa ein Duo bilden. Ja. Und das fehlte uns einfach. Das haben wir, ja, und das ist geil geworden. Danke. Sehr gastfreundlich, Santa. Wir dürfen ja immer noch Schnee trinken. Warte, ich will nur sein Gesicht sehen, wenn er trinkt. Oh, verdammt. Wie wär's einfach mit Fragen, Santa? Was meinst du? Schuss. Hallo erstmal. Oder nicht? Auch so geil, wie der Vince diese Klunker noch so gefoliert hat. Okay. Na ja. Woher kennen Sie eigentlich meinen Namen? Sind Sie nicht eine Berühmtheit? Er hat recht. Touché. Was machen die so weit draußen, während eines Sturms? Es heißt, dass diesem Ort eine geheime Macht innewohnt, deren Stärke unermesslich ist. Danke, ich würde mich selber nicht als so mächtig bezeichnen. Obwohl doch. Bei der Szene habe ich beim Rough Cut so oft gelacht, weil ich das so lustig fand. Man sieht halt nur die Augen, aber die bewegen sich halt so krass lustig. So mit dem, was du dann sagst und wie du lachst. Ja, ich finde Santa ist auch ein echt cooler Charakter geworden. Richtig Spaß. Ja. So anders als der Osterhase, ne, der die ganze Zeit von Neid gesteuert wird und ich will Fame und so weiter. Und der so. Ich glaube, er spricht von den schwarzen Briefen. Psst, es geht niemandem was an. Natürlich, die verlorenen Wünsche unartiger Kinder. In den falschen Händen können sie eine große Gefahr darstellen. Gefahr? Dass ich nicht lache. Ich bin das mächtigste Wesen der Welt. Und doch haben sie Angst vor einem Monster unterm Bett. Oh. Hallo? Hallo? Schlafenszeit, Kinder. Löscht die Lichter. Okay, ein sehr heroisches Bild, finde ich. Diese Scheune habe ich natürlich durch Connection bekommen. Der war vorher eine Rumpelkiste, so voller Müll. Und da haben wir Pau und Marvin, die waren einen Tag vorher da und haben 3 Stunden komplett aufgeräumt. Und am zweiten Tag haben sie das Bett gebaut. Ja, krass. Ja, ne? Also vielen Dank an die beiden, dass sie so schnell das geschafft haben. So, man sieht die Location und denkt so, ah, coole Location, aber ist alles gesettet, alles. Steckt einfach sehr viel Arbeit hinter jedem Bild. Und das war auch einer der kältesten Drehtage überhaupt, ne? Für die Kids hier, ne? Ihr müsst euch vorstellen, da, wo jedes Kind gerade sitzt, liegt und so weiter, war auch ein Double von der Person, die ihr gerade hier viermal seht. Und die haben auch echt durchgezogen, ne? Und waren auf jeden Fall ein harter Dreh. Und schwierig auch natürlich, ne? Muss ich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und so weiter, weil das auch eine sehr sentimentale Szene ist. Und hier ein Kind, das jetzt erstmal vielleicht noch nicht so ultra viel Kameraerfahrung hat, auch 5 verschiedene Rollen spielen muss. Ah, das ist, ein großes Experiment gewesen für uns, aber das Ergebnis ist geil geworden dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben. Danke. Was findet euch der Belzebub? Ich bekomme immer Angst, wenn sie das sagt. Bist ja auch ein Angsthase. Klaus, ich glaube, da ist etwas unter dem Bett. Unterm Bett? Gewiss ein Monster. Ich muss ehrlich sagen, aber es wirkt sehr viel krasser mit der Synchronsprecherstimme. Es kommt direkt sehr viel mehr Charakter rüber und dass jedes Kind auch seinen eigenen Charakter irgendwie auch hat. So. Ich finde es eine schöne Kombi, auch von der Stimme, aber auch von dem Spiel des Jungen, den man sieht halt. Also er macht das auch dafür, dass erstes Mal ist, auch so von der Mimik und so, finde ich sehr schön. Es ist eigentlich sehr offensichtlich, wer ist. So, ich will es auch gar nicht erklären, aber ich bin gespannt, ob man das checkt direkt, so wer das eigentlich ist, weil die Thematik haben wir bis jetzt noch nicht in der Version drin, und zwar, dass das alles Brüder sind. Es gibt keine Monster. Lass mich am Rand schlafen. Danke, Klaus. Geil. So
geil, wie viele verschiedene Moods dieser Film einfach hat. Unglaublich, ja. 24 Minuten. Epicness, jetzt wieder ein bisschen Horror-Vibes, dann wieder Comedy, das alles in einen Film unterzubringen. Das haben wir so auch noch nie gemacht, glaube ich. Wie ist das für dich jetzt gerade, das Ganze so zu sehen? Abfuck, weil ich kann ja nicht durchgucken. Kannst du ja gleich alleine. Römler, du triggerst Angstzustände in mir aus Erinnerungen, die ich längst verdrängt habe. Erinnerungen können trügerisch sein. Ich glaube, ich habe es mal anders überlegt mit der Übernachtungsmöglichkeit. Sie sollten besser gehen. Ich gehe erst, wenn ich habe, wofür ich hier bin. Und was soll das sein? Ein schwarzer Brief? Sollten die nicht schon längst aussortiert sein? Was soll ich damit machen, Herr Sitzner? Nee! Dann bringe ich ihn eben selber weg. Schwarze Briefe von unartigen Kindern. Böse. Gehören in den Trichter. Ja, genau. Hier ist mit seinen Pflastern immer. Ja, hat ihr noch die Hand gebrochen oder verstaucht oder irgendwas war da? Kinn richtig mies angeschlürft und sein Finger gebrochen. Was ausgekugelt noch, ey. Sanders Autogrammkarte! Da! Das ist so dumm, Mann. Das ist der Beste, Alter. Ja. Man sieht nichts so und er dann so, da! Sanders Autogrammkarte! Hab ich dich! So geiler Shot. Mit der Musik finde ich sogar sehr viel besser, dass ihr das geteilt gemacht habt. Mhm. Gab noch ganz viele Szenen, wo er sich umgeguckt hat und geguckt hat, ob die Wichtel auch gucken oder nicht. Oh, ich kletter mal da rein und so weiter, haben wir rausgenommen. Super viel gedreht, was wir auch gar nicht drin haben. Ja, ich glaube, das meiste werden noch nie so viel, glaube ich, geschnitten von dem, was wir gedreht haben. Also rausgeschnitten, meinst du? Rausgeschnitten, ja. Genau. Und das hier ist ein richtiger Wizard of Oz Shot mit den Füßen, Alter. Ja, stimmt. Wenn man genau da anhält, sieht man, dass die das Beine so sind. Und so durchgeknickt. So. Ja, das ist so magic, Alter. Und dieser Trichter wurde immer so festgehalten. Manchmal stand da jemand drin, hat dann die Puppe reingezogen. Also jeder Shot, jeder Winkel musste anders präpariert werden, anders vorbereitet werden. Ja, nicht nur der Trichter. Elias hing da ja so drin über dem Kopf. Ne? Der musste auch festgehalten werden von mir und Thomas. Und das war gar nicht so leicht, den im richtigen Moment loszulassen. Der Schrei, den ihr hört, das ist auch... Elias hatte echt ganz kurz Angst, weil er da reingefallen ist. Ah! Weil er dachte, er fällt wirklich weiter rein. Hier flackert irgendwas an der Hose, okay. Wo bin ich? Hallo? So haben wir es gedreht. Ah, was ist das hier? Und hier hört man dann noch flüstern. Ja, das ist alles noch nicht fertig hier, Leute. So sieht's halt aus, ne? Alles im Bluescreen natürlich geshootet hier. Boah. Genug mit den Geheimnissen. Zeig mir, wer du bist. Ich kann sehen, ob jemand gut oder bösartige Absichten hegt. Ist das eine Drohung? Nein, das ist eine Drohung. Notstrom. Boah, das ist eine Szene, die ganz lange überscheiße war, weil da einfach diese ganze Situation lebt von Sounddesign. Pam, pam, das Licht geht aus, Alarmstufe, Hall, der Schrei, der so nachklingt noch, der Sound bei dem Effekt. Schön, einfach schön geworden. Und dieser Shot, ne, boah. Das sieht geil aus. Oh, yeah, yeah. Bau, ne? Bau, ja. Bauer hat auch noch bei uns gefilmt, mitgeholfen und auch Effekte gemacht. So. Und Tom hat das meiste gefilmt. Das ist geil. Wir sind mittlerweile eine richtige Produktionsfirma geworden eigentlich. Aber so eine coole. Wir haben jetzt so viel Equipment auch schon gekauft. So. Wir haben ganz viel Einbauschränke, maßgeschneidert jetzt extra fürs Equipment. Ich finde das voll geil. Da geht mein Herz auf, Alter. Ja, ich weiß nicht. Wir haben alle unsere Rollen auch immer mehr, werden immer mehr gefestigt und so weiter. Ich finde es schön. Ist geil, weiß nicht, ja. Ist das eine Drohung? Nein. Das ist eine Drohung. So funny, wie ernst Santa da ist und dann kommen diese Sterne da rausgeschossen. Mm. Aber ich glaube, Herzchen wäre noch funnier gewesen. Herzchen wäre noch funnier gewesen. Können diese Herzchen so rauskommen. Nee, das finde ich lächerlich. Sterne sind schon echt sehr cool, weil die treffen genau den Sweet Spot. Habt ihr das eingebaut mit das im Dunkeln? Also hier auf jeden Fall noch nicht. Soll ich einfach mal aufschreiben? Dann schreib mal hin, schwarzer Screen. Aber jetzt nicht sagen, was. Mm. Weil sonst hören die Leute das, weil die hören gerade zu, was denn da fehlt an dem Shot. Und die wissen es ja nicht. Also rausschneiden. Nee, das kann man nicht rausschneiden. Das ist gerade live. Darum sollten Sie sich wohl kümmern. Von Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen. Bleiben Sie schön hier. Nummer 77 behalte ich mir im Auge. Ich bin gleich wieder zurück. Alles klar, Santa. Jetzt, wo wir alleine sind, erzähl mir doch mal alles, was du über diese schwarzen Briefe weißt. Was ist los? Was ist hier passiert? Was ist mit dem Strom? Santa, Santa, unser Hauptstromnetz ist ausgefallen. Da
Ach, da habt ihr das Bein da noch weggemacht? Echt jetzt? Ja. Das ist einfach so stumpf. Wer hat das? Der Mara war das. Hier und noch am Bein. Das geht genau da, wo mein Pfeil lang geht hier. Wir zeigen mal den Originalshot hier und wir dachten so, scheiße, das erste Mal, dass man so ein Bein so krass sieht. Bein wurde einfach wegretuschiert. Und viele Sachen teilweise, die kleinen Sachen, die man gar nicht sieht, die einfach wegretuschiert wurden, was super viel Arbeit ist teilweise, ja, die einfach das Ganze nochmal so ein bisschen hochwertiger machen, wenn man halt nicht immer wieder in jeden Szenen so kleine Sachen Fehler sieht. Das sind Sachen, also die sind perfekt, wenn niemand checkt, dass da was gemacht worden ist. Santa, du musst den Strom wieder anmachen. Der Notstromschalter ist unten im Keller. Wieso ich? Na, weil deine größte Schwäche ist, dass du sehr, sehr stark bist. Ey, da gibt's die beste Previews. Nein, von. Nein, kann ich zeigen. Hör rum. Ich zeige das nicht aus, wie so, als wäre ich bei der Geburt irgendwie weggeworfen worden oder Fall gefallen und dann nochmal vom Auto so überfahren worden. Ey, die müssen wir zeigen. Nein! Doch, oh Mann, bitte! Das ist zwei Rollen. Tom spielt da auch zwei Wichtel. Schaut euch das mal an. Was los? Was haben die gemacht? Santa, der Kopfstummstecker ist ausgefallen. Flieh! Santa, du musst den Strom wieder anschalten. Santa, Notstromschalter ist im Keller. Wieso ich? Na, weil deine größte Schwäche ist, dass du sehr, sehr stark bist. Oh. Der Discord-Sound. Ah, erstmal Discord auf. Cool. Das kennst du gar nicht. Das kenn ich noch gar nicht. Es ist immer gut, auch jemanden zu haben, der vaped. Santa ist der Boss. Oh, und in einem Schloss. Selbst die Weihnachtswichtel haben Angst, dass er sie boxt. Wer ist da? Hm. Hallo, alter Freund. Rob, mein Rentier, mein Löwe, mein Bär. Was machst du hier? Ich versteck mich vor meinem Osterlamm. Okay. Es war alles perfekt mit dir. Bis ich eines Nachts neben ihrer Schwester aufgewacht bin. Seitdem kicken die Vertrauensprobleme. Guckt, sie eckt sich gerade wieder ein. Es wird nur eingefügt, wo die dann quasi bei Instagram einfach jemanden schreibt und so blaue Kappen schreibt. Blaue Kappe? Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Wir werden alt, mein Freund. Mein Tiger. Mein Pferd. Zumindest klappt das. Das ist so eine schöne Szene einfach. Einfach, dass der, einfach diese Trickshots mit Rob damals, dieser Satz, wir werden alt, und das passt alles so schön. Das war so gut. Das ist funny. Willst du nutzt NordVPN. Damit bist du zumindest im Netz sehr viel sicherer unterwegs. Auch sind all deine Daten auf Reisen und im öffentlichen WLAN geschützt. Das klingt richtig und wichtig. Damit könntest du sogar Serien aus anderen Ländern streamen, die es in Deutschland gar nicht gibt. Sogar manche K-Dramas. Oh, NordVPN und ich sind so. Ah, deswegen auch der Eisberg auf dem Logo. Ja, richtig. NordVPN überzeugt außerdem durch seine krasse Leistung und seine ultraschnelle Geschwindigkeit. Höher als bei jedem anderen VPN. Boah, dann hole ich mir das direkt. Warte, benutze einfach meinen Code. Santa der Boss. Ah. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Und noch was. Sprich mit ihr. Ich bin mir sicher, sie remember dein Name. Oh. Oh shit, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, Alter, ey. Ey, das ist so eine schöne Szene geworden. Das ist die letzte Szene, die wir gedreht haben. Ja. Danach war, wir haben es geschafft. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, Fanservice, worauf wir auch manchmal achten, dass es irgendwie cool ist für die Leute, die so auch voll lang dabei sind, die damit auch was anfangen können. Ich meine, du musst auch direkt lachen. Ich muss direkt lachen. Der letzte Drehtag war auch nicht der einfachste. Wir brauchen alle Maschinen, die wir noch hatten, alle Röhre, was wir haben, alle Geschenke, und die müssen wir vom A bis Z rüber transportieren. Und da haben wir jetzt wieder gedreht in den Bunker, das heißt mit 4, 8 mit dem Set-Dressing wieder. Da, wo wir auch mit Elif gedreht haben. Cool, dass ihr die Bierflaschen wieder mit reingenommen habt. Mhm. Like-Bier ist auch wieder drin von Mächen Asozial. Das hat auch alles so ein bisschen vom Stream her bei Rob Mächen Asozial-Vibe. Und der Song, Santa ist der Boss, wohnt in einem Schloss, den der Rob ja weiter singt, ist auch der erste Song, wo Rob das Feature war. In der mich noch nicht kennt, ich bin Rudolf, das Rentier wurde gerade gekündigt und mein Job, ja, der fehlt mir. Genau. Ich habe mich gefragt, okay, wer singt das gerade? Ach, du hast nicht gecheckt? Nee, zuerst nicht. Erst, als ich ihn gesehen habe, da kam dann die Synapse wieder. Stimmt, der hat haben es gesungen. Ach, geil. Weil ich habe dem Vince gesagt, der soll die Stimme noch ein bisschen abändern, dass man es nicht direkt checkt, dass er es ist. Aber vielleicht, wenn man es, weil wir wissen es, ne? Deswegen.
Das ist einfach doppelt so lang geworden wie in unserer Previews. Ja, das ist funny. Das ist funny, ne? Das ist, ich finde dieses Kostüm immer noch so krass. Ja. Wohin läufst du? Meinst du? Du musst hart sein, wenn der Santa weint. Auch ja, diese ganzen schwarzen Briefe am Kostüm, ne? Ja, das hat das Melissa gebaut, wie das Kostüm. Mhm. Also echt beeindruckend. Ja, ja. Melissa ist auf jeden Fall krass, Alter. Ich immer Shisha auf, das lese ich jetzt zuerst. Echt, siehst du dir das? Du kommst hier nicht vorbei, denn wir haben uns festgeklebt! Und Make-up ist von Carina vom Monster. Genau, Carina hat das Make-up gemacht. Ich finde, das sieht man auch so. Das ist so einfach, Carina hat so ihr unique Selling Point, ihren Style irgendwie. Das ist wiedererkennbar, finde ich. Das Kostüm ist auch fett, ne? Also ja, alles ist. Und der Martin hat auch echt geil performt, der Stunt-Performer hier. So eine geile Kombi aus allem so, ne? Ja. Alter, die Szene. Und jetzt kommt das Fleet von Henoch erst so richtig zur Geltung, ne? Ja. Das sind auch ne, diese Setups, die wir Setup und Payoff, Sachen, die wir aufbauen. Ich hab dir doch gesagt! Du kommst nicht vorbei! Und Henno ist der Einzige, der es eigentlich schon vorgeahnt hat. Der hat schon gespürt, so, ne? Wie ist das bei welchen Tieren? Ist das so, dass sie ihren Schwanz heben und dann wissen die, dass es irgendwie regnet? Gibt's, glaube ich, gar nicht, ne? Perfekt, danke. Doch, ich kann das. Du kannst das? Ach, krass. Kriegst du mal einen Dicken, oder was? Ja, natürlich an so einem Fenster und dann so. Oh, es regnet mal wieder. Scheiße. Das war eigentlich ganz anders geplant, das war nicht so geplant. Das zeigt, könnt ihr in meiner Previous sehen, dass er unter dem Tisch lag, aber es gab diese Art Tisch einfach gar nicht. Und es ist so viel besser geworden so. So ist viel geiler geworden. Aber manchmal dachten wir so, fuck, wie passt man da überhaupt rein? Es geht so schnell, nicht wahr? Dass man die Kontrolle über alles verliert. Und dann wandert man auf einmal völlig allein durch diese Welt und versucht alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Genau deshalb bin ich hier. Dafür benötige ich aber noch etwas von Ihnen. Hab ich leider nicht, sorry, hab andere Probleme gerade. Sie müssen Ihre Angst besiegen, um stark für die anderen zu sein. Wissen Sie nicht mehr? Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Egal, was passiert, wir halten immer zusammen. Geile Shots, oder? Und irgendwie voll süß, wie Santa da unten herumkauert. Das ist so geil geworden. Ja. So ein cooles Bild einfach. Das wäre noch geiler gewesen, wenn es so ein bisschen später gestoppt. Du warst voll drin, ja, ne? Ja, drin so. Ah, sorry, Alter. Ich wollte kurz Gengar zeigen. Das ist nicht Gengar, aber... Das Monster. Das sieht echt geil aus. Da wusste ich so, oh, das ist unser Shot, weil ich habe gesehen, dass es ja unsere Szene war. Alter, boah, ihr seid zusammen, ist so... Geil. Digga, anderes Level einfach vom Effekt. Egal, was passiert, wir halten immer zusammen. Keine Angst, meine Wichtel, ich lasse euch nicht allein. Egal, was passiert, wir halten immer zusammen, Nummer 17. Nummer 17. Oh, weg mit dir. Tag Team Trick. Mary ist die Stelle. Lass mich das machen, Santa. Ich mach den fertig. Ich mag keine uneingeladenen Gäste. Du bist so früh für Halloween. Ah ja, die Monsterschreie fehlen gerade noch, ne? Deswegen ist es noch ein bisschen dünn. Und Musik fehlt teilweise noch, ist alles noch gar nicht so ready. Es muss alles noch heute passieren. Ja, Josh und ich haben die ganzen Monster-Sounds reingeschrien, dass wir nicht mehr reden konnten. Sind wir auch heiser als fuck. Da stelle ich dir in Rechnung. Geh zurück in deine Mutter. Santa, nein! Ein Glück, dass ich eine Rüstung trage. Und zwar das neue Eternal God Piece. Frisch aus dem Shop. Oversize, kuschelig warm. Perfekt für die kalten Wintertage. Natürlich nur auf EternalGod.de. EternalGod.de einbauen, aber bitte nicht zu kacke. Danke. Meine Brille. Kannst du noch so einen Schrei noch gleich aufnehmen? Nee, ich will nur einmal drin sein. Das soll meine Lache sein. Tut mir leid. Haha.
Alter. Vielleicht einer der wenigen Gags, die es von Anfang bis Ende geschafft haben. Ne? Ja, der drin geblieben ist. Ein Running Gag, der sich einfach durchzieht durch die ganze Story. Und das war auch so dumm irgendwie. Wir dachten so, er hat die ganze Zeit die Brille angehabt. Scheiße, deswegen müssen wir noch irgendeine Szene machen, wo er die Brille weggeschlagen bekommt, damit wir wissen, dass er keine Brille hat, damit der Pappaufsteller funktioniert, weil er ja auch keine Brille hat. Dadurch ist entstanden. Holy shit, dadurch ist entstanden. Ist der Brillenshot entstanden. Brille? Meine Brille! Keine Brille? Keine Brille? Keine Brille. Ja, wir können den Pappaufsteller einfach nicht nochmal so schnell drucken. Wir brauchen ihn einfach jetzt. Was mich am meisten an dir aufregt, ist, dass du das Video nicht geliked hast. Ich wiege jetzt 40 Kilo mehr. Also den Satz finde ich geil, der muss drin bleiben. Ich wiege jetzt 40 Kilo mehr. Aber wir haben jetzt gerade, wir brainstormen ja die ganze Zeit noch so One-Liner. Das Rohr stelle ich dir auch in Rechnung. Ach, ja, da hatten wir schon sehr viel mächtiger jetzt. Genau, wir hatten ja gesagt, die Schläge waren noch nicht stark genug, weil wir müssen immer ein bisschen aufpassen mit Rohr des Monsters, darf jetzt nicht alles kaputt gehen. Mhm. Aber dann im Schnitt ein paar Frames rauscutten und so weiter. Diese Druckwellen machen es schon gut heftig. Der Shaker. Mein blauer Haken! Nein, das war mein ganzes Jahresgehalt! $8! Hey, hier bin ich. Schachmatt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ist jetzt quasi zweimal thematisch drin, ja, ne? Ja, stimmt. Deswegen könnte der hier vielleicht sagen, wo sind meine Brüder, wenn ich die brauche? Das kommt nämlich noch geil, da haben wir das mit den Brüdern nochmal. Okay. Ruprecht, dieser Knecht. Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Ohrorientierung. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Nummer 17. Hey, du Monster, hier sind wir. Hier drüben. Willkommen im Herzen von Weihnachten. Und jetzt gib mir meinen Wichtel zurück. Was ist passiert? Ich hatte einen Blackout. Alles, woran ich mich erinnere, ist der Blackout. Alter, dass die das mitgemacht haben. Boah. Das sind auch verschiedene Schleims, by the way. Wie in meinen Träumen. Der Take von Hanno, wie er aufsteht mit dem Schleim, ist eigentlich so krass gewesen. Aber man muss halt irgendwie dann einen Moment rausfinden, der halt passt zur Geschichte. Aber kann man vielleicht mal ein bisschen länger jetzt kurz zeigen. Kann man ein bisschen länger mal hier ganz kurz zeigen. Go! Dieser Moment verdient eine Hymne. Aber Santa, wir haben doch schon eine Hymne. Oh. Schnauze! Ey, dieser Song regt mich schon seit Jahren auf. Wir brauchen etwas Neues. Etwas wie... Ich bin nicht gespannt. Ja, bist du gespannt? Okay, ready? Ich hab noch nicht gesehen. Ready? Seid ihr ready, Freunde? Ready. Nein! Das war gar nicht cool. Das so, war so mega funny, Alter. Nee, ich find's gar nicht lustig. Doch. Ja, zusammen mit Daniel Peter, mit dem wir auch Cool and Fresh gemacht hatten, haben wir jetzt gesagt, wir müssen einen Song machen, der heftig fett ist, der einfach nochmal anderes Level ist vom Feeling her. Und die ganzen Shots, die da jetzt passieren, die sind auch alle, genau, da hatten wir aufgelöst, hatten wir Ideen für, hatten mir schon so Gedanken gemacht, so wo alles dann sein wird und so weiter, wer wann, was da passiert, wer von wo nach wo geht und so weiter. Und dann haben wir das Ganze mit Daniel Peter umgesetzt. Eigentlich eine recht kleinen Team teilweise, weil wir immer super schnell und flexibel sein mussten. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, oder? Ja, danke. Ich bin echt stolz, was ja, jetzt daraus... Halt die Presse, jetzt mach ich muss, einmal muss ich auch mal einfach sagen, wie geil es geworden ist. Da wieder wie ein Gott, ist es Hunter, der Boss, na kennt ihr mich doch. Der Banger vom Block, in den Trends wieder top. Jede Line so hot, dass sie die Heizkosten droppt. Und er haut nicht einem Fake-Santa aus Maul, sondern er haut einfach allen Fake-Santas aus Maul. Die sind auch alle so für sich, das war auch so wichtig. So. Die haben alle kein geiles Leben. So. Und dann kriegen die noch einen aus dem Maul, Alter. Geil, das ist auch ein richtig stronges Spiel, auch mit den grünen Wänden und Türkisen Wänden. Ja, ey, die Guinness Bar ist auch so ein Segen gewesen. Perfekt, mal farblich, als wäre das... Die Telefonzelle in Rot auch da hinten. Ja, ist geil, Alter. Und die waren auch super nett, ey. Müssen wir auf jeden Fall mal richtig saufen.
Komme Kopfnick in the Beat, Red Jeans, Red Jacket und der Beanie voll tief. Alle Teenies verliebt und jeder schickt mir einen Brief. Ich bin 24/7 auf all screens on repeat. Beste Kostüm auf jeden Fall. Dieses Santa 1.5. Das ist so funny, Alter. Wie mich alle gehatet haben für diese Kette in der Mütze. So hey, fisch. Gar nicht. Wie hat sich den gehatet dafür? Ja, Thomas hat mich immer gehatet dann. Habe ich mich nicht alle gehatet? Nee, aber du hast findest das nicht interessant, hast du mal gesagt? Also doch, das ist irgendwie funny. Nee, ich habe direkt gesagt, ich fühle das. Die Kette an dieser Mütze. Ja. Boom. Wirklich, 2023 läuft jeder damit rum. Doch, ja, jeder. Nee, glaub mir. Das ist fürs Video, das ist cool, aber Alter, nee, an sich sieht es schon echt kacke aus. Nein, Digga. Das ist kacke. Irgendwann gibt es so Mützenbehaaren, M-Dingens ja, okay, da mit so Ketten. Eine neue Route einschlagen und dann zu dem Wichtel und mit der Route einschlagen. Der Shot, wo der eine andere Brille anhat, ne? Genau, ja, der ist mal so, der hat doch eine Lesebrille. So ist Santa halt einfach. Dann hole ich aus dem Duck die Geschenke raus, danach geht es an die Bar und ich schenke aus. Du brauchst die ganze Mannschaft, für das war Santa alleine als Mannschaft. Lili, sie heißt Lili und sie heißt Lili. Und wir haben gedreht mit Daniel, Daniel und Daniel und Daniela. Ich hab deine Story gesehen. Das ist mega lustig. Keiner fand das lustig, ich bin der Einzige. An die Bar und ich schenke aus, du brauchst die ganze Mannschaft. Hier haben wir ein paar Spitzen mal gemacht, ne? Mhm. Und das geschrieben haben, Curly, Josh und ich. Du brauchst die ganze Mannschaft, für das war Santa alleine als Mannschaft. Hast du diesen Typen ungemein, der weiß, dass sie diesen ungemein. Und der krasseste ist mit dem Ausschenken. Ja. Pack ich die Geschenke aus, danach geht es an die Bar und ich schenke aus. Ja, wir hatten noch andere Spitz. Oh, ja. Wir hatten einen Sack zum Bescheren, doch im Sack sind nur Scheren. Das ist ja auch funny gewesen, funny Bild. Der Typ, der in der Mitte war, wie krass. Der ist geil. Ne? Krass, ja. Hast du diesen Typen ungemein und jeder weiß, dass ich diesen ungemein. Ja, scheiße, ich bin so heftig. Wenn ich es sein, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht. Viele krasse so Fahrten, Transitions, so das Video ist sehr krass verbunden auf jeden Fall. Das war auch so die Idee. Und auch alles heftig, ne? Das war teilweise der erste Drehtag von dem kompletten Ding. Mhm. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt sofort ein Musikvideo drehen, so schnell wie möglich. Daniel Peter hat nur an diesen Tagen Zeit. Locations haben uns alles abgesagt. Dann haben wir irgendwie nochmal so ganz schnell gebrainstormt. Okay, lass dich hier und lass hier, Sauna und so weiter. Kam dann noch zustande und ist ganz geil geworden. Ja, diesen Track singen alle am Esstisch. Alter, einer der ersten Drehtage. Das war der erste Drehtag. Das war der erste Drehtag. Ich muss sagen, der erste Drehtag habe ich Gott sei Dank diese Szene gedreht, weil der war 15 Grad. Boah, und als wir da hingegangen sind, meinte ich so, ey, macht euch gefasst, dass gleich Polizei kommt. Wir kommen an, Polizei kommt. Und so, ah, oh, was macht ihr denn hier? Auch eine fette Stimme, ja? Ja. Oh, was macht ihr denn hier? Bald ist Weihnachten, da kann ich mir keine Eventualitäten erlauben, habe ich gesagt. Aber Polizei kommt auch echt oft, wenn wir draußen drehen, hier an der Stelle. Es ist immer das gleiche Schema, die kommen so und dann... Was macht ihr hier? Ah, cool. YouTube. Ja. Na ja. Dann stellen die das so hin und gucken mir so ein bisschen zu. Ja, ja. So Boomer eigentlich, aber dabei sind wir gefühlt älter. Oh ja, da fehlt noch was. Das kann's ja nicht. Aber mein Herz wurde gebrochen. Nein, ich will den richtigen Mark Foster. Ach komm, wir gehen. Find dir eine andere Stelle. Oh, scheiße, Mann. Nichts funktioniert. Blöder Tag hier. Warum machst du dir einen Kopf? Hier auch Schlingel, kennen wir auch von TikTok. Da ist Dan, der pennt, Minchao. Minchao und Natalie haben auch immer geguckt, dass das Kostüm gut aussieht von Santa. Das musste man ja auch immer nach jeden 5 Shots immer wieder richten. So. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Mit dickem Bauch und Geschenken im Sack. Du siehst einen Schlitten dort im Himmel der Stadt. Lichter flackern so krass durch seinen flatternden Bart. Ich hab meine Dortmund-Tanne. Geil mit Mark Forster. Einmal mit Mark Forster. Das ist so crazy random und so geil auch zugleich zur selben Zeit. Dazu kommt by the way auch nochmal ein richtig geiler Vlog, weil diese Geschichte mit Mark ist auch einfach, es ging so schnell alles, war so heavy. Und hier habt ihr wahrscheinlich schon vielleicht gestern gesehen auf dem Boolean Jam Kanal, wie wir einfach diese Karre in die Eishalle gebracht haben. Alter, hat einfach so 2 Stunden gedauert, ey. Heftig. Ich hab ne Dior-Handtasche in meinem Kopf. Ich hab eine harte Flamme an meinem Bart und Pinot Noir-Weinflasche in meinem Kopf. Das ist so crazy, Alter. Übergänge und Farben sind so geil, Alter. Handtasche in meinem Kopf. Ich hab eine harte Flamme an meinem Bart und Pinot Noir-Weinflasche in meinem Kopf. Einfach die heftigste Pinot Noir-Werbung ever. Not sponsored. Aber auch diese Lines auch so geil, ne? Ich hab eine Nordmann-Tanne in meinem Kopf. Ich hab ne Dior-Handtasche. Pinot Noir-Weinflasche. Eine harte Flamme. Das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. Ey, aber ganz ehrlich, das ist auch dieses Ha-ha-ha-ha-ha, das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Das sind so Sachen, die entstehen da einfach so im Brainstorm. Und wir so, okay, wenn es einer machen kann, dann ist es Santa. Ja, aber das ist nach 9 Stunden oder so entstanden. Und wir waren alle schon so durch. Und dann dachten wir, ey, können wir das überhaupt bringen? Ist das gerade mega wack, was wir machen? Ja, voll. Und dann am nächsten Tag drauf geguckt, nee, ist immer noch geil. Das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Und dann... Ja. Und
Und wir so, einfach, es war nur so ein Joke, einfach aufgenommen und dann so, ey, ja, lass mal das machen einfach. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. Als du mir das erste Mal geschickt hast, wie findest du das, hast du gefragt? Ich habe, glaube ich, bei einer Sprachnachricht noch nie so krass gelacht, dass ich ein Problem hatte, Luft zu holen. Ah ja, ich habe den Song geschickt. Die Sache ist, jeder hat gelacht hier im Office, der das gesehen hatte, weil jeder weiß, wie oft ich das aus Versehen mache, ne? Und er wurde ja aus Osterhase rausgeschnitten, ne? Er war ja auch in der Wurststand-Szene drin. Wir hatten genau bei der Reaktion, auf Osterhasen ja mal darüber gesprochen, dass wir das ein paar Mal drehen mussten. Und er war jemand, der leider dann auch dann weggefallen ist, aus dem Grund, weil wir neu gedreht haben. Jetzt ist er hier, Didgeridoo-Spieler. 1000 Euro, wenn du mit dem Song auf TikTok viral gehst. Kein Re-Upload, sondern wenn du auf TikTok viral gehst. Und das war auch alles so random, ne? So, ey, wir brauchen doch so Werbung auf TikTok. Ja, lass doch einfach andere Leute die Werbung machen. Und ganz ehrlich, wenn jemand da so richtig ausrastet, gebe ich den 1000 Euro, habe ich gesagt, weil ich keinen Bock mehr hatte einfach. Dann ist die Line entstanden. Ja. Und dann dachten wir so, ja, aber dann reuploaden die einfach das Video so und dann haben wir dann doch die Line geschrieben. Ich kann reuploaden, sondern wenn du auf TikTok viral gehst. So dumm, Alter. Komme zu Fuß mit meinen Nu-Boots, Arschtritt. Jeder, der das hört, kommt auf das immer selber Fazit. Scheiße, er ist so heftig. Wenn ich erscheine, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht. Boah, die Location, ja. Ey, aber das ist auch so ein perfektes Bild, ne? Weil auch der Darsteller und die Location, das passt so perfekt zusammen alles. Ja. Diesen Track singen alle am Esstisch. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr, ah, ah, mit dickem Bauch und Geschenken im Sack, ah, ah, du siehst einen Schlitten dort im Himmel der Stadt. Oh, und da hat's einmal Thomas Schopelius ins Bild geschafft. Der hat so, für so viel Unheil gesorgt, weil der dem Josh immer so böse Sachen eingeflüstert hat und irgendwann kamen so ganz komische Sachen von dir. Sehr politisch inkorrekte Verhaltensmuster alles auf einmal. Er, das war alles er. Der wurde ja gekauft, ursprünglich von Thomas, um Khan zu ersetzen bei dem in den Hodenbiss-Shot. Also im Endeffekt war hier unten das am Ende Khan in dem Shot und warum auch immer wurde der kleine Bastard gekauft. Das ist viel zu klein. Viel zu klein. Das war gar kein Aber der wurde auch dreimal gekauft. Ja, der kleine. Sechsmal. Sechsmal wurde er gekauft. Sechsmal hat es keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht, wo die sind. Die kosten aber ein, pro Stück 15 Euro. Einer so teuer. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht böse macht. Ja, und das ist aber auch einfach ein geiles Bild, oder? Einfach ja, Mark Foster und Zack. Ja. War das vom Schmücken? Das ist so ein hätte man das damals gesagt, ey, ihr dreht mal mit Mark Foster eine Baumschmückszene, hätte niemand geglaubt. Ist ein geiles Video geworden, Alter, heftig. Wir sind fast durch, Freunde. Eine Pause. Hier ist auch ein kleines Easter Egg versteckt in den Briefen. Carina war das. Oh. Wer sonst? Ach, ja, hier. Satan. Erstmal schön, dass dich umarmen. Das ist die Wiedervereinigung von Henno und Leint. In Schleim, als Wichtel. Sehr schön. In unserem Kurzfilm. Ganz kurz, dieses Bild darf es eigentlich gar nicht geben. Oh, das ist echt das, perfekt. Ja, das ist so ein schönes Bild. Es gab keine Aussprache vorher zwischen denen so richtig, ne? Das ist exklusiv eigentlich in unserem Video. Henno haben wir an dem Abend noch in einer Dönerbude getroffen und der hat mir erzählt oder uns erzählt, dass er sich einmal entschuldigt hatte, aber das war irgendwie ein Kommentar bei Twitter oder sonst wo, dass sie aber wirklich aufeinander getroffen sind und sich dann in den Arm fallen, sowas gab es halt nie. Voll schön, wirklich exklusiv für das Video. Das ist richtig krass so, ja. Okay, Santa, ich muss dir jetzt aber wirklich etwas Wichtiges sagen. Santa, alle schwarzen Briefe sind weg, so wie das Geld von ApoRed. Was? So dumm, Alter. Ah, dieser Brillenjoke. Mm. Ja. Hier haben wir auch noch eine gute Szene, die rausgeflogen ist. Ja. Könnte man vielleicht auch einblenden. Warte. Und jubeln! Ja. Das war ein Pacing-Killer. Ja, das war ein Pacing-Killer. Einer deiner magischen Säcke ist verschwunden. Unmöglich. War eine Sub-Pause? Sieh das jetzt erst, dass da so ein Kasten rumgebaut ist. Der ist jetzt offen. Und hier ist auch die Schlüsselkarte links. Nur damit kommst du an die Säcke. Weil der Kasten hat Bau noch drauf gebaut, einfach so. Ja, finde ich cool. Meine Schlüsselkarte. Sie ist weg. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen, Santa. Der Fremde. Er hat mich über die schwarzen Briefe ausgefragt. Und über deine Schlüsselkarte. Was sagst du? Er wollte noch, dass ich dir etwas ausrichte. Es tut ihm leid, dass er dir Angst eingejagt hat.
Oh, ich habe heute einfach ein bisschen zu viel K-Drama geschaut. Nein, nicht heute. Er meinte deine Urangst. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Sound gerade war oder ob du das irgendwie wegen der Aussprache ist, aber ich habe einfach Gay-Drama verstanden. Echt? Ja. Gay-Drama habe ich noch nicht gesagt. K-Drama. Oh, ich habe heute einfach ein bisschen zu viel Gay-Drama geschaut. Stimmt, ja. Also, mal neu, ja. Dann ist halt Gay-Drama. Ist auch okay. Ist okay. Aber das soll ja schon verbunden sein mit dem am Anfang, oder? Ich glaube. Ja, ja. Hättest du es nicht gesagt, hätte das niemand gehört, glaube ich. Ich lass dich nicht allein. Erinnerungen können trügerisch sein. Wissen Sie nicht mehr? Egal was passiert, wir halten immer zusammen. Bis wir uns wiedersehen. Alter. Dein größter Kampf steht dir noch bevor. Wir müssen den Fremden finden. Boah, ist das heftig. Und der größte Kampf steht dir noch bevor. Das hat's so cool, finde. Was denn? Den Satz zu mag, weiß ich nicht so. Das ist mega, was nächstes Jahr kommen wird. Das ist der größte Kampf, der denen noch bevorsteht, dem Santa. Du weißt doch, wer das ist. Also, wir können leider nicht sagen, wer es ist, aber schreib gerne mal, und das Hauptvideo. Das Hauptvideo, nicht hier. Mhm. Wer ist der Fremde? Schreib mal jetzt drunter, wenn die Reaction-Runde kommt, dann gehe ich lesen und verteile ein paar Herzchen. Die Haare, by the way, die ihr gerade seht, die werdet ihr wahrscheinlich im Hauptvideo nicht mehr gesehen haben, oder? Ja, das hoffe ich doch. Noch haben wir keinen Effekt-Alters dafür. Bitte also melden jetzt. Hast du schon mehr, bitte. Wir müssen den Fremden finden. Er hat die schwarzen Briefe und Antworten. Wichtel, an die Waffen! Da ist Thomas Schepelius wieder. Guck mal, der ist beim Kämpfen ist er dabei, ne? Er, wie er sich, böse, auch die Nina gerade gemacht hat, ne? Genau, wie er sich jetzt gerade hier sein Messer rauskam aus der Tasche, ne? Santa? Was ist los? Santa! Nachricht vom Osterhasen, deswegen auch der 17. September, weil das genau am 17. September passiert ist. Weihnachten fällt aus. Nein, der Song ist weg. Das kommt eigentlich... Oh no. Ja, Freunde, das war's. Woo! Geiles Video. Alter, scheiße. Ich bin so heftig. Wenn ich hier schreibe, werden alle so hektisch. Das ist schön, dich wiederzusehen. Das war's mit der Reaction. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also ihr müsst euch auf jeden Fall einige Timeslots ready machen für das nächste Jahr, denn da wird noch einiges Großes auf euch zukommen. Der Santa-Spin-Off war jetzt ein bisschen so abgelöster von zum Beispiel Songs aus der Bohne, anders als der Osterhase, der ja sehr krass zeitlich connected war. Das lag daran, dass wir einfach eine schöne kleine Weihnachtsgeschichte machen wollten, aber auch ganz viel Fokus auf einen neuen Charakter, der auch sehr wichtig ist, Fokus zu legen. Und zwar den Fremden. Aber auch natürlich zu zeigen, dass der Santa auch eine Verwandlung hat, eine Art Verwandlung, Santa 2.0. Vielleicht gibt es auch eine andere Verwandlung, das wissen wir noch nicht. Ich fand, es war auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir dieses Video droppen, weil so, man kennt diesen Charakter Santa, aber man hat ihn nie kennengelernt. Man weiß nur, wer, okay, das ist sein Name und den ordnet man dazu und der rappt. Aber jetzt geht man so ein bisschen mehr auch so in die Tiefe und weiß so ein bisschen, wie dieser Charakter tickt, so, was er vielleicht ein bisschen durchgemacht hat, was er im Alltag macht. Ja, wir empfinden jetzt immer mehr und mehr Empathie zu den ganzen Wächtern, die wir eigentlich nur aus Rap-Videos kennen. Ne? Deswegen ist auch sehr wichtig, dass wir da auch eine kleine Geschichte erzählen, die, ja, wo man verschiedene Charakterzüge auch relaten kann. Und macht ja auch Spaß, ne? Ist ja irgendwie auch unsere Leidenschaft. Ist ja, deswegen sind wir auch Filmmaker auch. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit jedem Video irgendwie immer besser und präziser werden, dass unser System auch irgendwie immer besser wird, wie wir Dinge kommunizieren, wie wir an den Schnitt rangehen, wie wir an Dreh rangehen, wie wir an Orga rangehen und so weiter. Es hat sich schon echt einiges entwickelt. Frohe Weihnachten, liebe Freunde. Weihnachten. Merry Christmas. Und ein frohes Neues. Und das heißt auf Chinesisch. Xin Nian Kuai Le. Qing Bi Ling.